Guten Abend, recht herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in diesem proppenvollen Hallenstadion zum vierten Viertelfinal-Playoff zwischen dem ZSC und dem SCB. Eine Serie, die es bisher in sich hatte, nämlich der ZSC nach der Qualifikation nur gerade auf der achten Position, hat in den bisherigen drei Spielen den Qualifikationssieger, der SCB, an den Rand vom Ausscheiden können bringen. Und besonders am letzten Samstag ist der ZSC mit grossen Hoffnungen auf die Bären gereist, da alles klar machen. Und wir zeigen auch jetzt, wie uns grosse Hoffnungen der grosse Frust ist worden auf Seite der ZSC. In sich hat Emotionen, Spannungen sind garantiert auch heute Abend im Hallenstadion wieder. Ein Serie, die euch personell seine Opfer gefordert hat bisher. Die Verletztenliste, besonders auf Berner Liste, die ist ziemlich, die Berner Seite ist ziemlich prominent. So fehlt der Patrick Kowal nach einem Fingerbruch und der René Friedli nach einem Wadenbeinbruch. Besser sind da die Zürcher dran, da fehlt nur gerade der Sandy Schanne, was ich in der Playoff-Serie schon in Szene hätte setzen. Er ist gesperrt für das heutige Spiel. Und was noch für andere Personaldispositionen heute getroffen worden sind, das erfahren wir jetzt von unserem Kommentator von Benny Turnhöher. Es hat noch Zweifelsfälle gegeben beim ZSC und vor allem auch beim Schlittschuhclub Bern. Aber Bruno Vollmer spielt, er war ja am stärksten angeschlagen. Nach dem dritten Spiel Vollmer, Morger, Brottmann, der erste Sturm. Morger soll dann Orlando wieder möglichst neutralisieren. Das ist der zweite Block. Im dritten unter anderem Mark Pedersen, der erst spät in dieser Saison zum ZSC stieß, von Färjestad aus Schweden. Pedersen, Löbo und Nordmark, die drei Ausländer beim ZSC, Zenhäusern und Kobel als die beiden Ergänzungsspieler. 12.500 Zuschauer, man hat noch einige zusätzliche Plätze geschaffen im Hallenstadion. Das ist rekordmäßig auch die Pressetribüne. Auch hier mussten zusätzliche Tische und Stühle herbeigeschafft werden im letzten Moment. Gates Orlando, natürlich Mittelstürmer im ersten Block. Bei den Bernern glaubte man, Steinecker würde nicht spielen können wegen einer Grippe. Jutila war aufgestellt, jetzt spielt aber Steinecker doch und deshalb Jutila nicht, sondern Marua als dritter Ausländer. Sie sahen ihn hier eben im zweiten Block vorbeischwirren. Die Berner im Gegensatz zu den Zürchern mit vier vollständigen Sturmlinien. Also mit 22 Spielern sind die Berner hierher gereist. Und an den Goalies wird natürlich auch heute Abend einiges liegen. Dino Stecher, der Hüter des ZSC. Und beim Schlittschuhclub Bern natürlich Renato Tosio zwischen den Pfosten. Vincent Moreno pfeift dieses Spiel, nicht mehr Daniel Kurmann. Wie in den ersten zwei Begegnungen
nach dem Rüden-Spiel am Samstag, wo der Schiedsrichter allerdings gut pfiff, hat man doch beschlossen, die Emotionen abzukühlen, indem man einen neuen Schiedsrichter holt, damit man hier nicht eine Art Fortsetzung erlebt und sich vor allem die Spieler abkühlen. Es ist also Vincent Moreno aus Berne im Kanton Genf, der heute pfeifen wird. Die Frage ist, was wird er für einen Maßstab anwenden? Nach der Playoff-Rekordstrafenflut von 142 Minuten im letzten Spiel. Die Schiedsrichter Chefetage hat verlauten lassen, wir geben keine Direktive hinaus. Es wird jetzt nicht plötzlich strenger gepfiffen. Wir werden unseren Maßstab durchziehen wie in der ganzen Saison und nicht plötzlich die Richtung ändern, nur wegen eines einzigen Spiels. Der ZSC von rechts nach links in den hellen Tönüs, die Berner in den dunklen Tönüs und der Zürcher Schlittschuhclub gewinnt das erste Bulli. Orlando gleich von Morger verfolgt. Der Schlüsselspieler des SCB wird sich auf Schritt und Tritt mit einem Schatten, mit Patricia Morger, konfrontiert sehen. Das wird jetzt schon klar. Morger kümmert sich nur um Orlando, schaut gar nicht, wo die Scheibe ist. Und die Scheibe war schon gefährlich vor Dino Stecher. Vollmer, also auch er dabei. Und erste Linienwechsel nach 40 Sekunden bei beiden Teams. Fliegend. Es ist natürlich gut möglich, dass Leffle versuchen wird, Orlando einzusetzen, wenn Morger gerade hinausgegangen ist zum Beispiel. Oder wird sie besonders lange auf dem Eis lassen. Eines, ein wichtiges der vielen taktischen Spielchen im Spiel, die hier gespielt werden. Und sowohl Brian Leffley als auch Alpo Suhonen sind natürlich Meister auch dieses taktischen Fachs. Ein schöner Pass auf den Schlüsselspieler des ZSC. Und gute Rettungsaktion von Gaëtan Voisin. Spielunterbruch nach 2 Minuten und einer Sekunde. Das ist Mark Pedersen, der Kanadier, der von Färjestad kam, bestritt die letzten 9 Spiele vor den Playoffs. Also war vor allem in der Hoffnungsrunde, konnte er sich ein bisschen einlaufen und an die schweizerischen Verhältnisse gewöhnen. Aber das hier ist natürlich eine ganz andere Sache, fast eine andere Sportart, diese Playoffs im Vergleich zu den 46 Runden, die vorher gespielt wurden. Diese Playoffs haben diese ganzen 5 Monate Vorgeplänkel ein bisschen als wettkampfmäßiges Training demaskiert. Wenn die Schweizer immer so zur Sache gingen, dann wären sie wohl A-Klasse. Ein Fehler von Steiger, dem jungen 21-jährigen ZSC-Verteidiger, aber es ist gut ausgegangen. Le Beau. Ivankovic prüft Tosio. Aber natürlich wird wieder sehr sorgfältig verteidigt und man lässt die Gegner nur aus relativ ungünstigen Positionen zum Schuss kommen. Von daher bis jetzt noch keine Torgefahr in den ersten genau 3 Minuten, die gespielt sind. Morger ausnahmsweise nicht mit dem Beobachten von Orlando beschäftigt, sondern selbst am Puck. Merci.
den Häusern. Orlando. Steinecker, dessen Einsatz fraglich war. Er hat sich eingelaufen, musste dann Löffler sagen, ob er sich gut fühlt oder nicht. Und deshalb spielt er und deshalb spielt auch Marua als ausländischer Stürmer. Sonst hätte Jukila verteidigen müssen und Marua den Platz des dritten Ausländers weggenommen. Lars Leuenberger. Zeiter und man lässt ihm viel Raum. Das Spiel aber deutlich von der Vorsicht geprägt. Man schießt schon von der blauen Linie und wenn ein Angriff nicht wunschgemäß funktioniert, dreht man sofort ab. Kein Vorchecking. Gilles Montandon, auch er ja lange Zeit verletzt, der heute wieder dabei, gerade rechtzeitig, denn Friedli ist ja ausgefallen. Hier Montandon an der Scheibe. So ganz hundertprozentig fit wird er ja wahrscheinlich nicht sein. Aber alle Mann werden gebraucht. Es könnte ja bereits das letzte Spiel der Saison sein für die Berner, wenn es schlecht läuft. Fünf Minuten gespielt, noch kein Treffer, noch keine dicke Torchance, 0:0. Alpo Suhonen doziert. Seine Spieler haben am vergangenen Samstag eine der Hauptdevisen nicht befolgt, die da lautet: Fokussiere, konzentriert euch auf das Spiel, lasst euch durch nichts anderes aus der Ruhe bringen, nicht durch die Zuschauer, nicht durch die gegnerischen Spieler, die euch provozieren, aber es wurde zu wenig fokussiert beim ZSC. Man ließ sich stören und aus der Ruhe bringen. Orlando. Für einmal stand Morgan nicht ganz beim. Pedersen. Und Sie sehen, man versucht mit einem Direktspiel aufs gegnerische Tor und kaum kommt der Angriff ein bisschen zum Erliegen, so setzt man nicht nach, sondern zieht sich sofort zurück. Man will dem Gegner keine Torchancen und vor allem keine Konterchancen zugestehen. Tosio wartet aufs Bulli rechts vor seinem Tor. Orlando ist geblieben, Morger damit auch. Das ist der Gates Orlando, der Topscorer der Regular Season. Zum ersten Mal wurde damit ein Italiener Torschützenkönig in der Nationalliga A. Orlando zwar ein Kanadier, aber eingebürgert in Italien und auch Mitglied der italienischen Nationalmannschaft. Er hat eine Serie von 6 Jahren russischer Torschützen in der Nationalliga A beendet. Trevor Meyer, Triulzi hinter ihm. Orlando und Morger balgen sich rum. Da wird schon kräftig mit den Fäusten drein. Gelangt, auch ein bisschen mit dem Stock, fernab des Spielgesehens. Das Duell im Duell, Orlando gegen Morger, ist in vollem Gang. Dann hat sich Orlando noch mit einem anderen Spieler angelegt. Auch das
von keiner Seite das richtige Rezept, denn da lässt man sich vom Spiel ablenken. Und der Puck ist ganz woanders. Steck hier im Duell mit Triulzi. Leschen hat das Pulli gewonnen und ein verdeckter Schuss von Laurent Müller, dem U20-Internationalen. Seiter, für einmal wird ein Mann leicht vergessen am Flügel, der Pass ungenau, Rauch kann klären. Marois. Montandon. Aber offside. Disziplinierte Spielweise, kein wildes Klopfen mehr wie am Samstag. Beide Teams haben gemerkt, das bringt letztlich gar nichts. Man will hier gewinnen. Brian Lefley will zum 2:2 ausgleichen und ein Entscheidungsspiel übermorgen im heimischen Stadion erzwingen. Und der ZSC möchte sich heute qualifizieren, nach 5 Jahren zum ersten Mal wieder für einen Playoff-Halbfinale. Vincent Moreno steht immer sehr gut nahe an der Aktion, hat ein wachsames Auge auf die Zweikämpfe und da wissen die Spieler, sie können sich nichts zu Schulden kommen lassen. Vorchecking von Axel Heim mit Erfolg, Tosio, Ivankovic hatte die Chance, Micheli auch leicht und die Berner versuchen die Enttäuschung der Zürcher sofort zu einem Gegenschlag auszunutzen, aber Fuchs verliert die Scheibe wieder an Micheli. Zum ersten Mal kam Torgefahrstimmung auf im Hallenstadion. Princi, dann Sirene. Er wurde ja getroffen von einem Stock von Sandy Janne. Das führte zu dessen zweiter Spieldauer-Disziplinarstrafe. Damit automatisch zur Sperre fürs heutige Spiel. Weitere eventuelle Sperren könnten noch folgen. Das kommt dann auf den Einzelrichter an. Und Morger, nicht nur Orlando Bewacher, sondern hier auch in der Position des möglichen Torschützen. Sirene. Orlando, wo Orlando ist, ist auch Morger. Und da sind auch die Pfiffe des Zürcher Publikums. Das ist immer auch eine Art Auszeichnung für einen gegnerischen Spieler. Es wird eigentlich im Hallenstadion immer der Beste, der Gefährlichste des Gegners ausgepfiffen. Listig, aber doch nicht erfolgreich. Dieser Pass des Schweden Robert Nordmark. Zeiter. Kobel. Die Berner Abwehr ein bisschen aus den Fugen geraten, zum ersten Mal in dieser Partie nach genau 10 Minuten. Auch Tosio weiß nicht genau, wo die Scheibe ist, aber rettet dann trotzdem. Steinecker.
Und jetzt die Chance für Orlando. Foul, 2 Minuten mindestens. Die Frage ist sogar, ob Penalty oder nicht. Orlando möchte gerne einen Penalty. Vincent Moreno lässt es mit einer 2-Minuten-Strafe bewenden. Ja, so ganz allein aufs Tor zog er nicht. Aber es war natürlich schon eine Art Notbremse von Nicola Steiger. Die Situation muss aber sehr eindeutig sein. Einer zieht praktisch gerade aufs Tor los und das war hier nicht ganz gegeben, deshalb kein Penalty. Wie Orlando hier andeutet, er kennt die Regeln, die Handzeichen der Schiedsrichter, machte das Penalty-Zeichen mit seinen beiden Armen. Aber es gibt nur in Anführungsstrichen 2 Minuten. Nicola Steiger muss hinaus. Alles klar und völlig korrekt. Und hier in einer Einspielung noch einmal Zehnders Schuss, der Tosio in Nöte brachte. Jetzt aber erstes Überzahlspiel für den Schlittschuhclub Bern. Orlando vorläufig nicht dabei. Micheli, der Schlüsselspieler des ZSC. Der ZSC ja als eine der wenigen Mannschaften mit einem Schweizer als bestem, als sogenannter Schlüsselspieler. Und der Böck draußen, Spiel unterbrochen. Das Spiel längstens unterbrochen. Und die ersten 39 Sekunden der Strafe vorbei. Eine hitzige Atmosphäre natürlich im Hallenstadion, denn Alpo Suhonen hat nur seinen Spielern raten können, besonnen zu sein. Zugunsten eines möglichst positiven Ergebnisses. Die Zuschauer hier aber, die wollen fanatisch sein, die wollen sich ärgern, die wollen Situationen eher ein bisschen übertrieben begleiten. Nach diesem Unterbruch Gaetano Orlando auf dem Eis. Zusammen mit Regis Fuchs. Und Daniel Marua. Guazar ist hängen geblieben. Das ist der Marua mit der 64. Sirene, bereits wird wieder gewechselt. Orlando ist bereits wieder draußen. Es ist gestattet, was Zeitler gemacht hat. Aus der eigenen Zone darf man den Puck mit der Hand richtiggehend im Sinne eines Handballspielers wegschlagen. Und die Strafe ist um und es steht weiterhin 0:0. Vjeran Ivankovic suchte Patrick Lebeau, kommt selbst noch einmal zum Schuss. Die Berner verlassen sich so ziemlich auf Renato Tosio bei diesen Weitschüssen. Mark Pedersen. Und dann eine Szene abseits des Spielgeschehens. Der Täter
war Verteidiger Langer und das Opfer Patrick Lebeau. Die Frage ist, haben es die Schiedsrichter gesehen? Offensichtlich nicht. Es ist natürlich schwierig. Es sind drei Schiedsrichter, ein Schiedsrichter, zwei Linesmen und manchmal fünf Pärchen, die sich bekämpfen. Hier links unten war die Szene von unserer Kamera aus zu sehen. Keine Strafe also. 0:0 immer noch zwischen dem Zürcher Schlittschuhclub und dem Schlittschuhclub Bern. Wir stehen in der 14. Minute des Startdrittels. Die ZSC-Abwehr steht recht gut, die Berner kommen nicht dazu, mit Passspiel ins gegnerische Drittel einzudringen. Dem ZSC gelingt es eher, sein Spiel aufzuziehen, auch im gegnerischen Drittel, in der gegnerischen Abwehrzone. Viele Sirenen, noch gezeichnet vom Stockschlag von Jeanne. Mit Jutila würden die Berner ja noch über einen zweiten finnischen Verteidiger verfügen, aber es gilt weiterhin die Drei-Ausländer-Regel. Jutila deshalb als überzähliger Verteidiger. Nichts mit von der Partie. Salis aus dem Hinterhalt, versucht der Ablenker von Micheli. Und dann ein missglückter Abschlussversuch von Leschen. Wieder Claudio Micheli. Und zwei Strafminuten gegen Wille Siren. Stecher draußen, die Zürcher mit sechs Feldspielern und einer Chance, aber Renato Tosio hat sie vereitelt. Aber es gibt zwei Strafminuten. Nochmals das Dribbling von Micheli. Und Sirens Intervention kann man bestrafen, muss aber nicht, würde ich sagen. Micheli, der es dann mit der Brechstange versuchte, mit der Kraft der Oberarme an der Berner Abwehrmauer vorbeizukommen. Aber Endstation war und ist bis jetzt Renato Tosio. Damit also das erste Überzahlspiel für den Zürcher Schlittschuhclub in dieser Begegnung. Sven Leuenberger, einer der vier, der sich jetzt für Bern wehren muss in Unterzahl. Geiz Orlando ist hier. Dann auch Regis Fuchs, lauernd auf eine eventuelle Kontermöglichkeit. Auch das ein Zeichen für die vorsichtige Denkweise des SCB-Coaches Brian Lefley. In Unterzahl bringt er seinen Star Gates Orlando auf jeden Fall. Im Überzahlspiel vorhin hat er ihn nur dosiert eingesetzt. Lebeau, Montandon, Ivankovic und die Schussmöglichkeit für Prinzi.
Eine gute Variante hat die Berner Abwehr überrascht. Zum Torerfolg hat es noch nicht gereicht. Und jetzt die Berner plötzlich in Minderzahl ans Außennetz. Bloß geht dieser Schuss von Sven Leuenberger. Selbst mit einem Mann mehr muss man also schauen, dass man keine defensiven Löcher offen lässt. Steck. Sekunden dauert die Strafe. Noch. Und das Drittel noch gut 4 Minuten. 0:0 weiterhin zwischen dem Zürcher Schlittschuhclub und dem Schlittschuhclub Bern. In einer korrekten, fair geführten, aber dennoch rassigen Partie. Das ist der Mann, der im Moment auf der Strafbank sitzt. Wille Siren, der 33-jährige Finne. Marwa bringt die Scheibe nicht aus dem Drittel. Seiter, Salis und Dosio. Wie immer der Rückhalt, der nötige Rückhalt seines Teams. SCB-Torhüter Renato Dosio. Auch er unterdessen im 33. Altersjahr. Sekunden noch. Dosios Team in Minderzahl. Und Orlando ist die ganzen 2 Minuten Unterzahlspiel auf dem Eis geblieben für den SCB. Neben Tosio ist Orlando die zweite Lebensversicherung. Der Ablenker von Pedersen, aber er war gut bewacht vor dem Tor von Christian Langer. Und die Strafe ist abgelaufen. 5 gegen 5. Und das erlaubt es jetzt dann vielleicht Orlando vom Eis zu gehen. Er denkt im Moment noch nicht daran. Doch jetzt ist er draußen. Trevor Meyer und Stecher hat sicherheitshalber mit der Hand noch nach hinten gelangt.
ja nichts zwischen den Beinen, zwischen den Schonern durch. Es war zwar nicht nötig, aber eine Sicherheitsmaßnahme. Im Moment wäre also der Zürcher Schlittschuhclub für die Halbfinals qualifiziert, aber das Spiel hat ja erst angefangen. Wir stehen immer noch im ersten Drittel, das noch 2 Minuten dauert. Aber Sie sehen, die Zürcher Abwehr steht gut. Die Berner können nur den Böck unkontrolliert in die Angriffszone schießen, müssen ihm dann nacheilen und kommen selten dann wieder in seinen Besitz in der Gefahrenzone vor Dino Stecher. Der nächste Anlauf über Triulzi. Vollmer. Gute Spielverlagerung nach rechts, wo weniger Zürcher stehen. Für einmal ist das Eindringen möglich. Batterlini hatte da gute Momente. Hinterhaltschuss von Steinecker. Der Backhandpass von Marwa durchschaut von Brossi und die Partie 40 Sekunden vor dem Drittelsende erneut unterbrochen. Montandon gegen Morger beim Bulli. Morger für einmal auf dem Eis. Ohne den Spezialfall Orlando, aber Montandon trifft. 1:1, 31 Sekunden vor dem Drittelsende. Montandon, der ja lange Zeit nicht spielen konnte, verletzt war. Kurz kam, wieder ausfiel, heute wieder da ist, schießt den Ausgleichstreffer zum 1:1. Für einmal völlig frei vor dem Tor. Genoss nicht die Spezialbehandlung, die Orlando jeweils zuteil wird. Und Montandon hat das sofort ausgenutzt. Sehen Sie, wie frei er hier steht. Der Zürcher Verteidiger viel zu weit weg von ihm. Eins zu eins. Das dämpft die Stimmung der meisten der 12.500 Fans hier im Hallenstadion. Dann draußen in der Pause bei einem Bierchen oder einer Wurst sicher ein bisschen. Das Hallenstadion war schon euphorisch nach dem 1:0. Aber es war auch so klar, dass die Partie erst begonnen hat. 1:1 endet also das Startdrittel durch die Treffer von Steck und Montandon in den letzten 3 Spielminuten. Viel mehr Torchancen gab es eigentlich nicht, außer bei diesen beiden Toren. Beide Teams defensiv sehr konzentriert und auch das Hauptaugenmerk auf die Defensive richtend. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. In wenigen Augenblicken werden wir Ihnen auch ein erstes Interview vermitteln können. Rainer Salzgeber wird sich gleich melden. Ja, bei mir jetzt der Bruno Steck. Bruno Steck 1:1 nach einem 1:0 von Ihnen. Es ist gut gelaufen, aber am Schluss ärgerlich der Ausgleich. Ja, sicher dumm. Wenn man mit 1:0 hätte, kann ich in die Kabine gehen. Er war sicher moralisch viel besser gewesen.
Aber jetzt müssen wir so weiterspielen. Wir werden unseren Goal weiterschießen. Der ZSC, er ist gut eingestellt. Wie hat auch der Alpo Suhonen auf das Spiel eingestellt? Er hat gesagt, wir sollen gleich spielen wie die ersten zwei Spiele. Und einfach Geduld haben und warten. Vielleicht ein Wort noch zum Gegner. Ist der SCB der Gegner, den er heute Abend erwartet hat? Oder ist er vielleicht ein bisschen verkrampft, nervös, Angst vor dem Ausscheiden? Ja, sicher, sie können nicht so spielen wie die Bern, weil vor dem Spiel ist die Schiedsrichter in beide Kabinen gegangen und gesagt, dass es so weitergeht. Greifen sie konsequent durch. Und von dem her ist das vielleicht unsere Chance heute. Und ist es Ihrer Meinung nach jetzt viel sauberer zugegangen als am Samstag in Bern? Sicher. Okay, besten Dank, Bruno Steck, der Torschütz zum 1-0. Und jetzt in der Pause ist bei mir der Bruno Howald, der Patrick Howald vom SCB. Er ist im Moment noch nicht da. Und es geht ja auch noch eine zweite Halbfinalpartie über die Bühne heute Abend, und zwar in Lugano in der Ressega. Da ist das vierte Spiel ebenfalls im Gang. Und darum schalten wir jetzt Bri Itressaga live auf Lugano zum Stefan Figi. Hier ist Itressaga. Noch wenige Sekunden bleiben im ersten Drittel zu spielen und Lugano führt mit 3-1. Nach 9 Minuten und 54 Sekunden brachte Ashley Mann die Tessiner, die drückend überlegen waren, in Führung. Klöti saß zu diesem Zeitpunkt auf der Strafbank. Dann das 2-0 nach 14 und 25. Die Tessiner wirklich drückend überlegen im ersten Drittel. Und dann, als es niemand eigentlich glaubte, nur 31 Sekunden später konnte Kloten den Anschlusstreffer erzielen. Das 2-1 durch Charles Berglund. Und vor wenigen Augenblicken in der 19. Minute fiel das 3-1 durch Tommy Schödin, den wir hier an der Scheibe wiedersehen. Die Nummer 33, der Tessiner, der kaum vom Eis geht, der Verteidiger auch heute wieder mit einem unglaublichen Pentum. Und hier in Lugano erleben wir ein kleines Novum. Hier ist nämlich die Stadionuhr ausgefallen und man weiß nie so recht, wie lange es noch zu spielen geht. Also noch einige Sekunden jetzt in diesem ersten Drittel zu spielen. Jetzt leuchtet die grüne Lampe auf und die Spieler wissen deshalb, dass das erste Drittel vorbei ist. Hier ist wegen einem technischen Defekt die Stadionuhr ausgefallen und deshalb diese kuriose Situation. Also dieser kleine Reminder, weil das Spiel hier im Tessin natürlich live übertragen wird. Und das ist also die Live-Einschaltung aus der Ressega in Lugano. Und bei mir ist jetzt Patrick Howald. Patrick Howald, ihr könnt ja selber nicht dabei sein heute Abend. Seid am Finger verletzt. Wie geht es gesundheitlich? Ja, es macht riesen Fortschritte. Es braucht natürlich jetzt auch seine Zeit, also 3 Wochen, bis ich den Finger wieder bewegen darf. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann. Der Finger ist das eine, jetzt müssen wir an der Bande stehen und den Kollegen zulegen. Ist das noch fast härter? Ja, sicher. Also, da ist man viel nervöser, als wenn man selber auf dem Eis steht. Wir haben das erste Drittel gesehen, jetzt heute Abend hier, unentschieden nach 20 Minuten. Was ist Ihr Kommentar? Ja, eben, wir wollten das Spiel so lange wie möglich offen behalten. Und das ist uns sicher gelungen. Klar, wir haben jetzt 1-0 bekommen, haben aber das Wichtige 1-1 geschossen, kurz vor Ende des ersten Drittels. Ich glaube, der Treffer war sehr wichtig heute Abend für uns. Jetzt hat man ja nicht nur heute in dieser Serie das Gefühl, der SCB spielt nicht so, wie er kann. Er ist leicht gehemmt, er spielt nicht das, was er in der Quali gespielt hat, wo er überlegen Erster geworden ist. Warum ist das? Weil der ZSC im ersten Spiel einfach überraschend sich durchsetzen können? Oder woran liegt es? Ich glaube, wir spielen natürlich immer so gut, wie es der Gegner erlaubt. Und der ZSC, muss ich sagen, spielt wirklich sehr gut. Sie haben ein super Defensivkonzept und es geht natürlich auch immer auf. Oder sie haben jetzt immer das erste Goal geschossen. Hey, sobald wir ausgleichen konnten, immer wieder kontern. Sie waren fast immer in Führung. Und eben, es ist für uns als sogenannter Favorit ist natürlich schwierig. Oder? Wir haben eigentlich von Anfang an nur können verlieren können. Bis jetzt ist es eigentlich noch nicht so wunschgemäß für uns gelaufen. Das werden wir sehen, ob das in nächster Zeit noch wird ändern in den nächsten 2 Dritteln. Wir zeigen jetzt die restlichen Geschehnisse aus Lugano, und zwar in einem Kurzbericht. Die Partie Lugano gegen Kloten, die ersten 20 Minuten. Lugano spielte komplett
Und bei Kloten kann man endlich auch wieder einmal von einer kompletten Mannschaft sprechen. Felix Hollenstein wieder dabei mit einem speziellen Schutz. Er hatte ein Gitter montiert heute, der Kapitän des EHC Kloten, und wollte unbedingt dabei sein, lief auch auf heute Abend. Die Tessiner also komplett, und sie starteten mit ihrem ersten Block mit enorm viel Druck. Das ist Krameri. Gianmarco Krameri mit einer Gelegenheit und Jenny beinahe auch noch an der Scheibe. Christoph Brown musste, Greg Brown natürlich, musste hinaus, der Verteidiger des EHC Kloten, schon nach 3 Minuten für das Foul, das wir hier sehen. Brown wunderbar eingehackt bei Tony, der fällt. Die Konsequenz ist klar, 2 Minuten. Die Luganese also mit einem Mann mehr bereits in der Anfangsphase und mit gutem Powerplay. Andi Thon. Noch einmal an der Scheibe. Andi Thon. Niederöst und Schödin. Noch einmal Schödin und noch einmal Schödin. Aber Reto Pavoni ließ sich nicht aus der Fassung bringen, wehrte alles ab. Immer noch Überzahl für Lugano. Wieder Tommy Schödin an die Maske von Reto Pavoni. Damit natürlich das Spiel automatisch und sofort unterbrochen. Wenn mit einem Schuss die Maske des Torhüters getroffen wird, dann ist die Partie sofort vom Schiedsrichter zu unterbrechen. Hier geschehen. Aber immer noch saß Klöti auf der Strafbank und die Luganesi überzeugten wirklich mit ihrem Powerplay. Wieder an die Ton. Das ist die Szene, die wir schon einmal gesehen haben. Tommy Schödin, der Verteidiger, der hier scheitert. Klöti auf der Strafbank nach wie vor. Nylander, dann Niederöst. Das Powerplay wirklich eine Augenweide bei den Tessinern in diesem ersten Abschnitt. Schödin überlässt dem Keyplayer. Nylander, der wartet und wartet und wartet. Und dann kommt der Pass genau im richtigen Moment. Das 1:0 durch Shoshak Eschlimann auf Idealzuspiel von Nylander in der 10. Minute. Kloten schaffte dann in Überzahl keinen Treffer. Lugano sofort wieder im Vorwärtsgang. Krameri legt zurück und Niederöst trifft zum 2:0 in der 15. Minute. Rudi Niederöst brachte den Puck im Tor von Reto Pavoni unter. Krameri mit dem Zuspiel. Sie sehen, Schödin verpasste in der Mitte, aber Niederöst war da für Lugano und erbte zum 2:0 nach 15 Minuten. Die Klotener versuchten zu reagieren, taten das mit Schneider, dann Celio und Berglund. 31 Sekunden nur nach dem 2:0 von Lugano, der Anschlusstreffer für den EHC Kloten, das 2:1. Das Ganze also immer noch in der 15. Minute. Celio mit dem Querpass, keiner kümmerte sich genügend um Berglund, der konnte Lars Weibel bezwingen. 2:1, das neue Resultat. Aber die Luganesi waren die bessere Mannschaft in diesem ersten Abschnitt und sie setzen noch einen drauf, dank dieses Treffers von Tommy Schödin. In der 19. Minute traf der beste Spieler dieses ersten Drittels
zum 3:1. Tommy Schödin mit einem Schuss, der durch viele Beine hindurch ging und Reto Pavoni war die Sicht verdeckt. Deshalb dieser Treffer zu erklären. 3:1 das Resultat nach 20 Minuten in Lugano und für Lugano. So wird also der Spielstand in Lugano. Patrick Kovac, Lugano 4:3:1. Es sieht uns, als ob sich Lugano würde durchsetzen. Ist das Ihrer Meinung nach eine gerechte Entscheidung in der Serie? Also Lugano hat sicher jetzt alle Vorteile auf seiner Seite, aber es sind noch 40 Minuten zu spielen. In diesen 40 Minuten kann noch sehr viel passieren. Das kann auch noch hier passieren im Hallenstadion. Doch jetzt schauen wir zuerst einmal zurück auf die Highlights vom ersten Drittel. Es war ein von Vorsicht geprägtes Spiel in diesem ersten Drittel. Die beiden Mannschaften versuchten vor allem mit Weitschüssen deshalb zum Erfolg zu kommen gegen die aufmerksamen Verteidigungen. Und der Schuss von Zehnder hier beunruhigte einen der beiden Goalies, in diesem Falle Renato Tosio, in der ersten Viertelstunde am meisten. Eine weitere heikle Szene dann nach rund 15 Minuten. Claudio Micheli nach großem Dribbling scheiterte aber auch. Doch dann fielen am Schluss des Startdrittels doch noch zwei Treffer. In der 18. Minute zuerst Steck, der geschossen hatte, erbte und brachte beim dritten Versuch die Scheibe im Tor der Berner unter 1:0. Also für den Zürcher Schlittschuhclub in der 18. Minute dank dem langen Arm von Bruno Steck. Es war erst sein drittes Tor für den ZSC in dieser Saison. Und dann Montandon hervorragend angespielt, aber auch für ein einziges Mal allein gelassen von Salis, der ihn zu wenig eng markierte. 1:1. Beginn des zweiten Drittels im Hallenstadion. 1:1 zwischen dem ZSC und dem SCB. Und wer das Führungstor schießen kann, der hat mehr Vorteile als im Normalfall. Beide Mannschaften üben sich in der Taktik der Geduld. Und wer einmal in Rückstand gerät, muss seine Taktik aufgeben, muss etwas Neues probieren. Je näher das Ende des Spiels rückt, dann sowieso. Und so gesehen hat der ZSC eine erste gute Chance verpasst, konnte die 1:0-Führung nur während 106 Sekunden halten. Dabei waren es nur etwas mehr als 2 Minuten bis zur Drittelspause. Und das wäre Gold wert gewesen für den Zürcher Schlittschuhclub. So aber war der Ausgleichstreffer von Montandon sehr viel wert für den Schlittschuhclub Bern, wie auch Patrick Howald in unserem Pausengespräch gesagt hat. Die ersten Linien auf dem Eis und sie kehren nach 14 Sekunden natürlich noch nicht auf die Spielerbank zurück. Das Bulli deshalb erneut Orlando gegen Morger. Vollmer. Der Zürcher Schlittschuhclub hat sich auf alle Fälle erneut Respekt verschafft, denn es spielt ja hier der Erste gegen den Achten der Qualifikation. Und das hat man nie gespürt. Ein Drittel lang, das sechste Drittel, das letzte des zweiten Spiels. Da waren die Berner überlegen, konnten noch bis auf 7:2 davonziehen am letzten Samstag. Aber sonst immer ausgeglichen, gleich stark die beiden Mannschaften. Und das ist doch erstaunlich. Hat doch der Schlittschuhclub Bern 20 Punkte mehr gewonnen vor den Playoffs als der Zürcher Schlittschuhclub. Brian Lefley natürlich unter Stress, vor allem bei dieser Ausgangslage. 1:2 Siege. Lefley
der den Schlittschuhclub Bern jetzt bereits die dritte Saison betreut. In der zweiten Saison, also das letzte Jahr, führte er den SCB in den Final. Dieses Jahr sollte es möglichst der Titel sein, aber der Weg dahin ist noch weit. Und wer weiß, vielleicht frühzeitig zu Ende. Sehr scharf und ziemlich präzise auch der Schuss von Edgar Salis. Fuchs, Sirene, kein Durchkommen bei Zeiter. Salis, schöner Pass auf Micheli. Aber nur zwei Zürcher sind vorne, die anderen warteten hinten, ließen sich auch auswechseln zum Teil. Und da hinten werden sie gebraucht, aber der Puck ist drin. Regis Fuchs, zweite Berner Chance, zweites Tor in diesem Spiel. Nach 21 Minuten und 48 Sekunden. Ein Gegenstoß der Berner und Fuchs bringt sie zum ersten Mal in dieser Partie in Führung mit 2:1. Obwohl die Zürcher aufmerksam blieben, hinten blieben. Beim Auswechseln aber offenbar etwas zu statisch. Auch Nordmark Heim kommt hier zu spät. Sehr schön der Pass von Montandon war es. Und Fuchs zum 2:1. Fuchs auf Pass von Montandon. Die beiden Welschen haben ja lange Zeit zusammen in der gleichen Linie gespielt. Das wurde dann ein bisschen durchbrochen, vor allem wegen der Verletzung von Montandon, weil der gar nicht spielen konnte. Fuchs dann mit zwei anderen Sturmpartnern zusammen, aber offensichtlich haben sich die beiden sofort wieder blind verstanden. Regis Fuchs, der ja von Ajoie zum SCB stieß. Vor 3 Jahren ein Leichtgewicht, aber einer der besten Schweizer Scorer, einer, der sich trotz seiner körperlichen 1,72 durchzusetzen vermag. Klar, dass jetzt die Berner auf ihrer vorsichtigen defensiven Spielweise beharren werden und auf Gegenstöße lauern. Der ZSC kann das auch noch eine Zeit lang tun, aber irgendwann dann, spätestens im letzten Drittel, wird man umschalten müssen. Marua, Stecher, Prinzi. Pedersen gegen Hoisard. Marois ist zurückgekehrt, resolut, schreitet rein und jetzt beim Wechsel der Zürcher Schlittschuhclub ein bisschen unvorsichtig. Aber es ist noch einmal gut gegangen. Wie schon beim Tor wollten auf alle Fälle die Zürcher genau im dümmsten Moment wechseln, nämlich als die Berner einen Gegenangriff lancierten. Der SCB scheint es geradezu darauf angelegt zu haben, solche Wechselsituationen auszunutzen. Es sind praktisch die einzigen Momente, wo sie sich ein bisschen freier entfalten können bei der Angriffsauslösung. Zum heutigen Spiel, ausverkaufte Halle, 11.500 Zuschauer. Also der Platzspeaker bestätigt, was man schon lange wusste, die Partie ist ausverkauft, 11.500 Zuschauer sind es und wahrscheinlich eben noch
1000 andere offizielle Funktionäre, Presse und so weiter. Das Hallenstadion so voll wie bei einem Konzert der Rolling Stones. Sven Leuenberger. Noch ein Schuss aus dem Hinterhalt, der zweite von Edgar Salis, der sich als Weitschütze besonders auszeichnet heute, auch wenn er noch keinen Erfolg gehabt hat. Wir haben jetzt einen Spezialpreis für den Mann mit den kernigsten Schüssen in diesem Spiel. Edgar Salis würde ihn bestimmt gewinnen. Axel Heim. Leschen und Paterlini, wieder Leschen. Filigranarbeit des Berners, aber Dino Stecher ist die Endstation. Gespielt genau 5 Minuten im Mitteldrittel, ZSC 1, Bern 2. Dino Stecher, der ja die Saison als Torhüter-Trainer begann, dann aber plötzlich wieder aktiv wurde, und zwar so gut, dass er schließlich Goalie Nummer 1 war beim ZSC, nicht Thomas Papp und nicht Matthias Müller, die beiden, die er eigentlich hätte trainieren sollen, sondern er selbst. Powerplay des SCB, es ist aber kein Zürcher Spieler draußen. Druck durch die Berner, Marois. Einen kleinen Knacks scheint dieses 2:1 den Zürchern doch versetzt zu haben, denn die Berner konnten sich sonst nie so festsetzen. Montandon hat nicht aufgepasst, aber Ivankovic-Pass geht ins Leere. Und Fehler in der ZSC-Abwehr, Marois. Da wird vor allem ein Mann tief aufschnaufen, Nikola Steiger. Denn er hatte einen Puckverlust zu beklagen, der leicht schwerwiegende Folgen für sein Team hätte haben können. Alpo Suhonen, Doppel-Schweizer Meister mit dem EHC Kloten. Er hält den Aufholrekord. Klotener stiegen mit 11 Punkten Rückstand einst in die Playoffs ein und wurden trotzdem noch Meister. Also der ZSC könnte diesen Rekord theoretisch bei weitem schlagen mit 20 Punkten Rückstand. Und jetzt der Böck drin, aber das Tor zählt nicht. Wir schauen uns noch einmal die Wiederholung an. Tosios Abwehr, der Böck in der Luft. Nächster Schuss, Böck hoch, oben und mit der Hand erzielt. Pedersens Jubel nützt nichts. Es gibt auch nur einige mehr symbolische Proteste. Es ist eigentlich allen klar im Hallenstadion, dass das kein Tor war. Natürlich wollte Pedersen den Böck nicht mit der Hand ins Tor befördern. Er wollte ihn mit der Hand auf seinen Stock fallen lassen, aber das ist ihm nicht gelungen. Immer noch 2:1 für den Schlittschuhclub Bern, der mit Triulzi anzugreifen versucht. Steck ist bei ihm. Trevor Meyer sehr stark im Gewühl an der Bande.
Auch jetzt geht er wieder als Sieger hervor, aber noch ist der Kampf nicht beendet. Es insistiert auch Didier Pranzi sehr gut. Und es gibt eine 2-Minuten-Strafe gegen die Bern. Die Zürcher zu sechst, von daher ein bisschen einfach, dass Morger den Puck in die Ecke spediert hat. Der ZSC hätte die Möglichkeit gehabt, zu sechst ein Powerplay aufzuziehen ohne seinen Goalie. Und so beginnt die Strafe halt jetzt schon zu laufen. Knapp 7 Minuten gespielt im Mitteldrittel. ZSC 1, Bern 2. Und Gaetano, genannt Gates Orlando, dreimal auf der Strafe. Kann der ZSC dieses Überzahlspiel zum Ausgleich ausnützen? Micheli versucht's. Seiter und Heim sind weiters auf dem Platz. Dazu hinten. Wen haben wir da? Steck. Und Nordmark. Nordmark hier an der Scheibe. Seiter. Salis. Salis und Nordmark hinten. Salis. Böck, Wierheim bei Zeiter. Michel Zeiter, der Mann mit dem wehenden Haar. Und Edgar Salis, einer der auffälligsten Spieler am heutigen Abend bisher. Das Powerplay läuft nicht wunschgemäß. 30 Sekunden noch. Die Überzahl des ZSC. Alpo Suhonen nimmt sich Zeit, seine 5 Spieler zu bestimmen. Sven Leuenberger bringt die Scheibe raus. Patrick Lebeau, der Kanadier. Didier Pranzi. Und dann aber Langer. Und Orlando wird gleich wieder aufs Eis zurückkehren dürfen. Noch nicht jetzt, aber sobald das Pulli gespielt ist, 1 Sekunde verbleibt auf der Anzeigetafel, die die Strafzeit abzählt. Gespielt insgesamt 8 Minuten und 54 Sekunden im Mitteldrittel. ZSC 1, SCB 2. Montandon und Marois auf dem Eis als Berner Stürmer. Und jetzt kommt dann gleich Orlando dazu. Zunächst einmal noch der Schuss von Pranzi. Didier Pranzi, der ZSC-Verteidiger.
von Cotteron gekommen, groß geworden bei Ajoie. Und Orlando geht raus. Fuchs, Marois, Montandon. Der Originalsturm Nummer 2 heute Abend beim SCB. Das zweite Drittel jetzt mit viel mehr Spielunterbrüchen. Man versucht sich jetzt doch Pucks zu erkämpfen und nicht bloß den Gegner vom eigenen Gehäuse möglichst fernzuhalten. Seiter setzt sich durch. Aber solche Schüsse sind natürlich für einen Mann wie Tosio kein Problem. Brodmanns Schuss ebenfalls nicht. Morga gegen Orlando, das Duell, auch bei den Bullies. Meier. Triulzi. Morga bringt die Scheibe nicht weg. Zweite Chance für Triulzi und Tor zum 3:1. Nach 10 Minuten und 25 Sekunden im Mitteldrittel. Triulzi, zwei Tore Vorsprung für den Schlittschuhclub Bern. Man gewährte Triulzi zunächst diese erste gute Chance und dann auch noch eine zweite. Wobei Glück mit dem Spiel war. Sie sahen das, der Böck prallte zunächst an der Innenwade eines Zürcher Spielers ab und dann ging er via Pfosten noch ins Tor. Und jetzt wird der ZSC sogenannt aufmachen müssen, offensiver spielen müssen. Das kann zu einem Spektakel führen, zum Aufholen, aber natürlich auch zu weiteren Kontertoren für die Berner. Trevor Meier, natürlich mit glücklichem Gesichtsausdruck. Da ist er bereits wieder an der Scheibe. Trevor Meier, den wir eben noch auf der Bank sahen.
Orlando sperrt Triulzi frei, dann wieder Meier. Lauert immer noch vor dem Tor. Und dann ist die Partie unterbrochen. Trevor Meier, wie sein Vorname sagt, ein Schweizer, der in Kanada zur Welt gekommen ist, geboren in Oaksville bei Toronto, aber Bürger von Obergösgen im Kanton Solothurn. Er hatte diese Chance, die vereitelt wurde von Prince. Fehler von Rauch, der ihn einigermaßen korrigieren kann. Prinzis Schuss und Tor. Abgelenkt und ins Tor gefallen zum 2:3. Der Schuss kam von Didier Prinzis, wahrscheinlich von einem Zürcher Spieler, vor dem Tor noch abgefälscht nach 31 Minuten und 35 Sekunden. Eventuell noch abgelenkt von Mark Pedersen. Auch der passte ganz genau. Ähnlich wie beim dritten Berner Tor. Also, ich habe es auch so gesehen. Der Puck flog direkt ins Tor. Pedersen versuchte ihn noch abzulenken. Hat dann aber nur besonders schön gejubelt. Orlando. Vollmer. Auch das Tor war jetzt sehr wichtig, auch wenn es erst der Anschlusstreffer war. Aber in Sicherheit wiegen konnte sich der SCB auch nur eine Minute und 10 Sekunden lang mit seinem 2-Tore-Vorsprung. Lars Leuenberger setzt sich durch. Man lässt ihn etwas fest gewähren und da gibt es eine Strafe gegen einen Zürcher. Orlando wurde behindert durch Morger, seinen Schatten. Und zum ersten Mal kann hier Orlando in diesem Duell der Center der ersten Sturmlinien einen kleinen Teilerfolg wenigstens feiern. Sein Gegenspieler muss hinaus. Gespielt sind 12 Minuten und 21 Sekunden im zweiten Drittel. Hinten spielt sich's ab. Hier sehen wir es. Der Schiedsrichter muss sofort entscheiden. Und damit die Aufholjagd, die Jagd nach dem Ausgleich, vorerst um 2 Minuten hinausgeschoben. Die Berner in Überzahl. Zehnter gelegt, 2 Minuten auch hier. Und damit wieder Gleichgewicht der Kräfte auf dem Eis. Ein kleiner Vorteil von 28 Sekunden, welcher Morger vor Marua wieder aufs Eis zurückkehren darf. Zehnder fällt hier wie eine umgehauene Eiche. Marua spät zum SCB gestoßen. Als zusätzliche Verstärkung recht eigentlich für die Playoffs verzichtet. 8 Spiele in der Master Round hat er bestritten und dabei nicht weniger als 14 Scorerpunkte erzielt.
7 Tore und 7 Assists, also natürlich ein ganz wertvoller Mann. Jetzt allerdings auf der Strafbank natürlich nicht. Die Berner setzen ihr Powerplay trotzdem fort. Und die Kontermöglichkeit für Bruno Steck. Die Zuschauer hält es nicht mehr auf den Sitzen. Und jetzt die Chance für Orlando. Er verpasst sie, verlangt eine 2-Minuten-Strafe. Zu Unrecht natürlich. Den Treffer hätte er unterbringen müssen. Solche Tore machte er normalerweise auch. Sein Gegenspieler Morga war eben nicht bei ihm. Der Mann, der sich spezialisiert hat auf seine Bewachung. Fuchs. 4-4 Spieler in 30 Sekunden. Dann eine halbminütige Überzahl für den ZSC. Der dann natürlich gerne in Scheibenbesitz wäre. Und wieder eine 2-Minuten-Strafe. Gegen einen Berner. Gegen Regis Fuchs. Und das sind jetzt natürlich ausgezeichnete Augenblicke, um einen Ausgleichstreffer erzielen zu können. Auf und ab wogt die Partie, da schien das 4:2 Tatsache werden zu müssen, aber Dino Stecher blieb Sieger im Duell gegen Orlando. Stecher, der sich hier gemäß Lehrbuch verhalten hat, aus dem Tor rausgefahren und dann sozusagen parallel zum Stürmer zurück ins Tor, um eben mobil zu bleiben, auf alle Seiten reagieren zu können und dem Stürmer einen möglichst schlechten Schusswinkel zu erlauben. Das 4:2 fiel nicht, ganz im Gegenteil. Die Berner finden sich jetzt dann gleich mit 2 Spielern in Überzahl. 4:3 im Moment. Und Morger wird in 15 Sekunden aufs Eis kommen zum 5:3. Zehnder. Steinecker bringt die Scheibe nicht weg, hat Glück, dass sie zu Prancy kugelt. Rauch kugelt. Morger zurückgekehrt, jetzt 5:3 während 24 Sekunden. Und da hat Steinecker klug ein paar Sekunden verstreichen lassen. 5:3 ist natürlich sehr heikel für die, die nur zu dritt sind. 5:4 dann ein bisschen weniger. Zehnder. Orlando als Hornusser. Und der vierte Berner kehrt aufs Eis zurück. Aber immer noch 1:09 lang die Zürcher mit einem Mann in Überzahl. Noch gut 5 Minuten zu spielen im Mitteldrittel. Der Schlittschuhclub Bern führt mit 3:2. Auch Spiel Nummer 4 zwischen dem ZSC und dem SCW bietet Dramatik, Spannung und Intensität. Brodmann. Wazar kommt immer ein ganz klein bisschen zu spät. Nordmark. Lebo. Pedersen. Die 3 ZSC-Ausländer jetzt also gemeinsam auf dem Eis bei diesem Powerplay. Und die Berner müssen sich einmal mehr auf Tosio verlassen. Tosio die Lebensversicherung, aber die Zürcher möchten dafür sorgen, dass die Police langsam ausläuft. Pedersen! Lebo! Morga verpasst. Fritze Morga wieder an der Scheibe und der SCB wieder komplett. Aber die Chance ist noch hier. Die Chance für Lebo. Und
Und auch bei 5 gegen 5 hält das Powerplay an. Das Berner Tor wird eingeschnürt. Berner wechseln aus, versuchen wieder einmal die Spieler zusammen aufs Eis zu bringen, die zusammengehören. Sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Meier. Zähflüssig im Moment das Geschehen. Es fehlen noch 2 Minuten und 18 Sekunden im Mitteldrittel. Im Bild Gerd Zennhäusern, Sohn von Aldo Zennhäusern, einer der besten Eishockeyspieler der Schweizer Hockeygeschichte. Und das war die Chance von Ivankovic, die Tosio vereitelte vor etwa einer Minute effektiver Spielzeit. Sirene Fuchs. Noch eine tolle Parade von Tosio. Der Schuss kam von Axel Heim. Eineinhalb Minuten noch bis zum Schluss des Mitteldrittels. Ein weiterhin sehr ausgeglichenes Spiel, dadurch, dass der Zürcher Schlittschuhclub relativ schnell von 1:3 auf 2:3 herankommen konnte, bleibt die Marschroute beider Teams vorläufig. Weiterhin keine defensiven Fehler, aber alles in allem lag der ZSC während der ganzen Begegnung eher etwas mehr im Angriff. Der SCB versucht, cool zu bleiben, kühlen Kopf zu bewahren und eben mit Gegenstößen zum Erfolg zu kommen. Orlando gegen Morger immer wieder. Und offside. Das ist Playoff. Die beiden Mannschaften kennen einander. Man kann keine taktischen Überraschungen mehr liefern. Die Partie läuft deshalb mehr oder minder gleich ab wie die vorhergehenden. Mit weniger Gehässigkeiten natürlich als am Samstag zum Glück. Vincent Moreno hat ein vergleichsweise leichtes Amt heute Abend. Und wieder das Duell Morger-Orlando. Noch eine Spielminute im zweiten Drittel. Steinecker. Sie sehen, ein Verlegenheitspass. Kein Pass, der für Druck sorgen soll vor dem gegnerischen Gehäuse.
Bernern scheint es recht zu sein, mit einem Torvorsprung in die Drittelspause gehen zu können. Orlando, 8-7-6 und erst noch ein Offside, das aber nicht gepfiffen zu werden braucht, weil es aufgehoben wurde. Der Schuss wird aus der Zeit, die verstrichen ist, deutlich. Die letzte Sekunde lief, es war die einzige Möglichkeit, noch etwas Gescheites aus dem Pack zu machen. Alpo Suhonen verlässt die Halle relativ zügigen Schrittes. ZSC 2, Bern 3, es bleibt spannend. Wir freuen uns jetzt schon aufs letzte Drittel. Ja, die Spieler sind natürlich bei dem engen Zwischenstand direkt in die Kabine gegangen. Dafür umso grösseren Dank an Ueli Schwarz, dass der Assistenztrainer kurz hier vorbeikommt. Ueli Schwarz, 3-1 im Vorsprung. Warum hat man da von Berner Seite nicht den Sack zu machen? Ja, es ist sicher, also einen Sack zu machen kann man sowieso erst, wenn 60 Minuten gespielt sind. Aber wir hatten einen dummen Scheibenverlust, die Scheibe nicht rausgebracht. Und das war leichtsinnig. Und der ZSC ist wieder näher dran. Aber ich denke, wir können uns jetzt beruhigen und wir werden unseren Weg finden, den Vorsprung sicher zu verwalten. Nehme ich an. Am Anfang hat man das Gefühl, der SCB ist wieder ein bisschen nervös. Nachher war man vor. Kaum hat der ZSC wieder den Anschluss gefunden, ist man wieder ein bisschen nervöser geworden. Warum lässt sich der SCB so in seinem Konzept bringen ab und zu? Ja gut, ich meine, es ist Playoff, es steht sehr viel auf dem Spiel. Das ist normal, dass die Nerven vielleicht ein bisschen flattern. Aber ich denke, je länger das Spiel geht, je länger das Spiel so läuft, wie wir es wollen, je besser sind unsere Chancen. Was müsst ihr jetzt machen auf dem Feld, dass der Vorsprung so bleibt? Also wir müssen ganz sicher einfach sehr Sorge haben mit der Scheibe, nicht dumme Scheibenverluste machen, sehr defensiv spielen, keine Spekulation aufkommen. Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte jetzt. Besten Dank, Ueli Schwarz, und alles Gute im letzten Drittel. Und bei mir, bevor wir das zweite Drittel von Lugano gegen Kloten zeigen, bei mir ist jetzt einer, der euch an der Bande mitleiden muss. Sandy Schanne heute Abend gesperrt auf Seite des ZSC. Ist es schlimm, bis jetzt das Spiel an der Bande mitzuverfolgen? Ja, sicher. Das ist schlimmer. Ich kann nicht spielen heute. Aber ich muss es so machen. Bin ich gesperrt. Und ich hoffe, wir gewinnen heute Abend. Und so, wir gehen ins Semifinale, Halbfinale. Beim 3-1 hat man ein bisschen Angst müssen haben um den ZSC, dass man vielleicht jetzt den Anschluss komplett verliert. Warum hat man nachher wieder zurückgefunden? Ist der SCB schwächer geworden oder hat der ZSC richtig Stärke gefunden? Nein, ich glaube, das Spiel ist ziemlich komisch am Anfang. Die beiden Mannschaften waren ein bisschen nervös und ja, wir haben nicht genug stark gespielt und wir haben den 3 doch kassiert, aber der zweite Goal für ZSC, wir kommen in einen wichtigen Moment, kurze Zeit vor der zweiten Pause. Wie ist die Stimmung an der Bande? Ihr seid bei der Mannschaft dabei. Wie ist die Mannschaft? Hat die Mannschaft das Gefühl, das biegen wir jetzt noch in den letzten 20 Minuten? Oder wie sieht es uns da? Ja, wir sind ein Tor zurück und wir haben noch viele Chancen. Und, wir haben noch 20 Minuten für heute gefunden und alles ist möglich. Für mich persönlich ist ich bin ein bisschen nervös, aber ich kann es sowieso nicht machen. Und ich habe viel Vertrauen in meine Kollegen. Jetzt ist es ja am letzten Samstag in Bern ziemlich hart zu und her gegangen. Heute ist die nötige Härte da, aber nicht die Unfairness ist da. Was ist geändert auf Seite der Spieler? Was ist geändert worden, dass es heute fairer zu und her geht? Ja, heute ist nicht so hart wie Samstag, weil ich glaube, die
Die Mannschaft sind nervös und will nicht keine dumme Strafe kassiert, weil die Mannschaft spielt in Portplay, hat viele Chancen für Tore erzielen und heute wir aufpassen viel auf die Strafe und wir spielen einfach mehr defensiv. So wie die zweite Partie am heutigen Abend ist der Nationalliga A-Playoffs ebenfalls gespielt wie in der Nationalliga B. Und zwar die erste Halbfinals. Da steht es im Moment nach zwei Dritteln. Thurgau ist am Verlieren gegen Herisau mit 1-2 und GC viert gegen Langnau mit 3-1. Sandy Schanne, es ist eigentlich schon erstaunlich, dass der ZSC als Achter von der Qualifikation so dagegenhalten kann gegen den SCB. Warum das eigentlich? Ja, ist etwas schwierig zu erklären, aber ich glaube, wir haben die Meisterschaft schlecht fertig gemacht und wir haben zusammen getroffen und gesagt, wir geben einfach alles gegen den SCB und wir haben das gemacht, wir haben gekämpft, wir haben spielen alles für alles und wir haben in Bern das erste Spiel gewonnen und nachher wir sind schon wieder dabei. Wie gross ist die Schuld oder das Verdienst des Alpo Suonen, das letztes Jahr mit Kloten Meister geworden ist? Hat man gesagt, jetzt im Hallenstadion neuer Wind und prompt ist der neue Wind da. Liegt das nur am Trainer oder an den Spielern eventuell? Nein, ich glaube, das liegt sicher als Alpo, aber wir haben viel diskutiert zusammen mit der Mannschaft, mit Alpo und er will eine neue Generation in Hallenstadion montieren. Und das kommt viel Zeit und er kennt auch viel gut den SCB, weil er hat mit Kloten letztes Jahr gespielt im Playoff und diese Erfahrung hat für uns viel gebracht und wir haben in Bern sehr gut angefangen die Playoff und hoffentlich gut fertig machen heute. Im Moment sieht es noch nicht so gut aus, es steht immer noch 3-2 nach zwei Dritteln für den Gast, für den SCB und wir wollen uns jetzt die beste Szene aus dem zweiten Drittel anschauen mit dem Benny Thurnherr. Das Spiel blieb ausgeglichen, aber es waren die Berner, die das 2-1 zu schießen vermochten, und zwar hier durch Regis Fuchs. Das bereits nach 1 Minute und 48 Sekunden im zweiten Drittel. Der ZSC kam zunächst zum vermeintlichen Ausgleich, aber hier das Hands-Tor, das Handtor von Pedersen, der zwar versuchte, den Back vor sich auf den Boden vor seinen Stock fallen zu lassen, aber der Böck ging direkt ins Tor. Es zählte selbstverständlich zu Recht nicht. Stattdessen das 3-1 durch Triunz in der 31. Minute. Es roch ein bisschen nach einer sogenannten Vorentscheidung. Ein ebenso viel wie nichtssagendes Wort. Aber der ZSC vermochte zu reagieren. 2 Minuten später Prinzi 2-3. Und damit ist dieses Spiel wieder offen, denn dem SCB gelang es nicht mehr, mit 2 Toren in Vorsprung zu kommen. Orlando hatte hier die größte Chance dazu. Nach 40 Minuten aber ZSC 2, Bern 3. Sandy Schanne, jetzt haben wir gerade in Szene gesehen, der Gates Orlando ist der Einzige für Dino Stecher zugefahren. Wie erlebt man so eine Szene, wenn man nicht mitspielen kann an der Bande? Was geht da in einem vor? Ja, wir kennen alles der Gates Orlando. Er ist sehr gefährlich vor das Tor. Ich bin ganz an der Seite von dem Tor von Dino und habe ihn nicht sehr gut gesehen, aber ich war sehr nervös. Aber Dino hat super gespielt in dieser Partie. Jetzt haben wir noch 20 effektive Spielminuten. Ihr habt noch die Möglichkeit, das Spiel zu drehen und der SCB aus der Serie zu schiessen. Was müsst ihr jetzt machen, konkret in den letzten 20 Minuten? Ja, sicher, es bleibt noch 20 Minuten. Wir müssen alles geben, für probieren zu siegen. Wir müssen mindestens 2 Tore schossen und alles ist möglich. Wir hoffen, wir können diese 2 Tore schossen und keine bekommen. Vielleicht abschließend, bevor wir wieder zum Kommentator, zum Benny Thurnherr geben, ein Wort über die Ambiance heute Abend in der Halle. In der Hoffnungsrunde hat man noch 4.000 und 5.000 Zuschauer hier gehabt. Und heute sind es über 11.000. Die Atmosphäre ist natürlich schon gigantisch heute. Ja, sicher. Wir haben nur 4.000, 5.000
Sonst habe ich noch oft nicht Kunde, weil wir haben nicht so gut gespielt. Und jetzt, alle Leute von Zürich sind hinter uns und wir müssen heute Abend schaffen, den gewohnten Win. Besten Dank, Sandy Schanne, und noch viel Nerven an der Bande bei den Mannschaftskollegen. Das wäre also der Sandy Schanne, gesperrter Spieler vom ZSC am heutigen Abend. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Eis, und zwar mit den Akteuren vom SCB und dem ZSC und dem Kommentator Benny Thurnherr. Interessant, was Sandy Schanne alles gesagt hat. Er, der vor einigen Tagen am 28. Februar 21 Jahre alt geworden ist, der seine zweite Saison beim ZSC bestreitet, ein Junioren-Internationaler, ja sogar eigentlich schon ein richtiger Internationaler mit La Chotte von der Nationalliga B. Vor zwei Jahren spielte er so gut, dass er auffiel und der ZSC machte das Rennen um ihn. Aber heute ist er nicht dabei. Vielleicht übermorgen wieder, aber vielleicht ist die Saison für den ZSC dann schon vorbei. Frühestens, der ZSC kann heute noch nicht ausscheiden, nicht so wie Schweizer Meister Kloten. Es wird also einen neuen Schweizer Meister geben, 1997. Es wurde auch langsam Zeit nach den 4 Erfolgen von Kloten. Und das wird jetzt natürlich die Mannschaften, die noch im Rennen sind, noch mehr motivieren. Der Angstgegner, der immer alles zurechtbog und laufend Schweizer Meister wurde, ist vom Eis weg, vom Tisch gesucht. Ist der Nachfolger Zug Davos, ist die eine Begegnung in den Playoff-Halbfinals, die am Samstag beginnen. Lugano gegen Bern oder ZSC die andere. Der ZSC führt nach Siegen mit 2:1, aber der SCB ist drauf und dran, hier auszugleichen und die Entscheidungspartie übermorgen im Berner Allmendstadion zu erzwingen. Schönes Zusammenspiel jetzt. Triulzi mit der guten Chance. Brodmann. Sirène Montandon. Triulzi. Fuchs. Und der Querschläger landet bei Timo. Bei Gaëtan Voisard. Zeiter. Heim. Axel Heim, immer noch. Micheli und dann Fuchs. Und Marua startet. Versucht den Zürcher Verteidiger im Rücken zu erwischen, aber das ging auf Kosten eines Redline-Offsides. Bulli Fortosio, gespielt im letzten Drittel bereits wieder 1 Minute und 24 Sekunden. Wenn Renato Tosio, dieser Mann hier, nicht mehr bezwungen wird, kommt es zum Entscheidungsspiel Nummer 5 übermorgen. Salis. Micheli. Leuenberger und Zehnder hat genau gemerkt, wohin die Scheibe kommen würde. Lebo gegen Rauch.
3 Minuten gespielt im Schlussdrittel. Die Nervosität steigt. Es kommt zu ersten Anmerkungen der Spieler zuhanden der Schiedsrichter wegen Entscheidungen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass es jetzt eben härter, ein bisschen nerviger wird. Orlando gewinnt das Bulli gegen Morger, aber der lässt sich nicht so leicht abschütteln. Schließlich Voisard als lachender Dritter, aber der ZSC bleibt im Verteidigungsdrittel der Berner mit Steck. Und dann 2, 3 Chancen, aber Tosio ist besser als alle anderen, in diesem speziellen Fall als Zenhäusern und als Kobel. Auch Alpo Suhonen lässt also mit 4 Sturmlinien agieren. Zenhäusern, Kobel und Morger, der dann jeweils ein bisschen früher kommt vor dem Rest des ersten Blocks. Wenn Alpo Suhonen sieht, dass Brian Leffley im Sinn hat, Orlando ganz lange zu bringen, dann greift er zu dieser Maßnahme. Triulzi. Zenhäusern steckt. Der Schuss von Morger. Meier. Wechsel bei beiden Mannschaften. Axel Heim versuchte hier etwas. Steiner bringt die Scheibe auch nicht zum Drittel hinaus. Die Zürcher drängen. Auch Rauch kann die Scheibe nicht wegbringen. Aber jetzt müsste es möglich sein. Scheibe weg, aber schon wieder im Scheibenbesitz des ZSC, der den Ausgleich braucht. 5 Minuten gespielt im Schlussdrittel. Marwa verfehlt, Heim und Rauch rettet. Voisard war es, Voisard rettet. Es ist auch jetzt noch erstaunlich, wie gut der ZSC dem SCB Paroli bietet. Wie die Rollen Favorit und Außenseiter manchmal fast vertauscht sind. Die Berner wehren sich, der ZSC versucht das Spiel zu machen. Und Gates Orlando bleibt weiterhin auf dem Eis und Patrizio Morger damit auch. Aber ihm zur Seite stehen jetzt frische Leute, nämlich Pedersen und Lebo. Ainsi. Voisard. Orlando fährt zur Spielerbank, dreht ab, macht noch einmal eine Runde. Triulzi. Triulzi. Orlando kurft Morger ihn nach. Und jetzt lässt sich Orlando auswechseln. Strafe. D.
Die Berner hatten an einem ganz anderen Ort des Geschehens Glück. Orlando schien sich auswechseln zu lassen, ist dann abgedreht. Sein Berner Ersatz war schon auf dem Eis, also für eine knappe Sekunde sah es aus wie zu viele Berner Spieler auf dem Eis, aber keiner hat dorthin geschaut, außer mir, der ich so fasziniert bin vom Duell Orlando-Morger. Alle schauten auf die vermeintliche Foulszene auf der anderen Seite. Auch die Schiedsrichter, und sie haben es nicht gesehen. Es war ja auch nicht so, dass die Berner wirklich mit mehr Mann im Spiel gewesen wären. Auf dem Eis aber schon. Der ZSC immer mehr mit dem Vorwärtsgang. Und das ergibt dann natürlich diese Gegenstoßmöglichkeit. Paterlini, Lars Leuenberger, alle Spieler glaubten, die Partie würde unterbrochen wegen eines unerlaubten Befreiungsschlages, den war aber nicht so. Weiterspielen hatten die Schiedsrichter angedeutet, und so wird weitergespielt. Jetzt wieder in die Richtung mit Kobel, Rettungsaktion von Paterlini, und weg ist die Schale. Löfflis Rechnung geht immer noch auf, allerdings knapp. 3:2 Führung der Berner, auch nach 46 Minuten 50 Sekunden. Und Sie hören es, die defensiven Auflagen des Coaches Brian Löffli werden weiter ausgesprochen. Keine Spekulation, dass man vorne etwas machen könnte. Denn der Schuss könnte hinten hinausgehen, wenn es nicht klappt beim Gegenstoß. Also hinten auf sicher spielen. Siebeneinhalb Minuten gespielt im Schlussdrittel. Es kann natürlich noch ganz viel passieren. Montandon sicher froh, dass seine Verletzung sich nicht bemerkbar macht. Auf alle Fälle nicht so, dass er wieder raus müsste. Der Ersatzgoalie der Berner, Alex Reinhardt. Dreimal ein Drittel lang ist er bisher zum Einsatz gekommen. Und im Moment so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm. Der Orlando-Bewacher wäre fast selbst zum Torschützen geworden. Er hat viele Tore geschossen, aber in dieser Playoff-Serie hat er eine andere Hauptaufgabe, Patricia Morca, wie Sie ja wissen, wenn Sie dieses Spiel verfolgt haben. Steinecker mit der Morgarten-Methode. Bulli vor Tosio. Da
Das hier, die Chance von Morgan noch einmal. Das gibt 2 Minuten wegen hohen Stocks. Korrekt auch diese Entscheidung. Pedersen. Hier sehen wir es noch einmal. Pedersen getroffen von Ville Sirén. Ganz klar der hohe Stock am Hals des Gegners. Da hat Sirén natürlich seinem Team einen schlechten Dienst erwiesen, denn jetzt kann der ZSC erst recht das 3:3 anstreben. Orlando auf dem Eis wie immer in Berner Unterzahl. Auch immer wieder bereit, natürlich einen Gegenstoß auszuführen. Regis Fuchs, der kleine Flinke, ist dafür auch prädestiniert, aber in erster Linie hatten jetzt die Zürcher natürlich die Torgelegenheit. Sie versuchen ein sauberes Powerplay aufzuziehen. Zehnder und Prinzi an der blauen Linie hinten. Das ist Zehnder und das ist Prinzi. Die Schusskanäle aufs Tor noch verstopft, aber jetzt Pedersen vor dem Tor. Zehnder, Prinzi, Zehnder und auch das ist Orlando, jetzt offenbar schmerzhaft getroffen, lässt sich auswechseln. Er ist sich eben nicht zu schade, auch für die sogenannte Dreckarbeit, für den Kampf und Einsatz auch da, wo es weh tut. Zum ersten Mal im Unterzahlspiel der Berner Orlando nicht auf dem Eis. Lebo Ivankovic, Zehnder. Marua versucht sich zu werfen, Prinzi und Dosio. Nie mehr seit der legendären Radiosendung Fit mit Check wurde so viel für die Volksgesundheit getan. Jedes Mal, wenn der ZSC eine Torchance hat, stehen 12.000 Zuschauer auf und setzen sich dann wieder. Das ist gut für den Kreislauf. Den erhöhten Puls haben sie ja schon sitzenderweise. 9 Minuten 39 gespielt im Schlussdrittel. 43 Sekunden noch der ZSC in Überzahl mit Micheli. Nordmark, wieder Claudio Micheli und dann Edgar Salis. Micheli und Salis beide bei Chur, die erste Nationalliga A-Saison im Einsatz, damals in der Saison 91-92 war es. Und jetzt Michel Zeiter, vorbei an Tosio, aber auch am Tor. Noch einmal Salis. Und jetzt der SCB wieder komplett. Und sogar mit einer Möglichkeit mit Triulzi. Abwehr missglückt. Sirén, Vorstor zu Montandon. Ville Sirén, der Mann mit den Flecken an der Nasenwurzel. Triulzi, Montandon. Keine Torchance für die Berner, aber die Zeit läuft. 9 Minuten noch zu spielen. Und endlich hat Schiedsrichter Vincent Moreno ein Einsehen und unterbricht die Partie. Der Böck eingeklemmt, nicht mehr sichtbar, nicht mehr spielbar. ZSC 2, SCB 3 und dies schon seit der 32. Minute. Wir stehen jetzt in der 52.
relaxed, die Zuschauer in der sogenannten Stierkämpferloge. Weniger relaxed natürlich Alpo Suhonen. Er weiß, in den nächsten 9 Minuten muss ein Tor fallen. Sonst steht es 2-2 in dieser Serie zwischen Zürchern und Bernern. Immer wieder Steck mit ungeheurem Selbstvertrauen seit seinem Treffer zum 1-0. Aber nicht nur 3-3 oder nicht 3-3 ist die Frage. Die Berner könnten natürlich mit einem Konter, mit einem vierten Treffer hier die Partie wohl definitiv entscheiden. Denn die Zeit wird immer knapper. 8 Minuten und 7 Sekunden noch. Was macht Nordmark? Schlängst den Puck nach vorne, es blieb ihm keine andere Wahl. Steinecker, Meier, Orlando gegen Morger selbstverständlich. Und da hilft auch noch Löbo mit. Zehnder. Und auch wenn Orlando eine große Eispräsenz hatte, man kann nicht sagen, dass er irgendetwas Matchentscheidendes gemacht hätte. Bisher überhaupt etwas vom Auffälligsten, wie relativ unauffällig die 6 Ausländer auf dem Eis gespielt haben. Nicht schlecht, aber die Schweizer waren genauso gut. Es gab keinen Klasseunterschied festzustellen zwischen den Schweizer Spielern und den Ausländern. Und das ist eigentlich eine ganz erfreuliche Feststellung. Zeiter Richtung Heim. Triulzi schnell auf den Schlittschuhen. Abpraller Tor. Montandon 4-2. 6 Minuten und 40 Sekunden vor dem wahrscheinlichen Ende dieses Spiels. Nach 53 Minuten und 20 Sekunden. Zwei Tore von Montandon, eines von Fuchs. 3 von 4 Toren des SC Bern, also Marque Romandie. Auch der TTSC ließ sich in dieser Beziehung mit dem Treffer von Prinzi nicht lumpen. Man sagt ja, das Eishockey in der Westschweiz sei tot. Das stimmt vielleicht bei den Clubs, aber bei den einzelnen Spielern trifft es nicht zu. Die Welschen haben heute Abend die Mehrzahl der Treffer erzielt. Und in Saint-Dijanin erst noch einen interessanten Pausenkommentator abgestellt fürs Deutsch-Schweizer Fernsehen. Jetzt muss der ZSC öffnen. Jetzt gibt's nur noch alles oder nichts. Jetzt gibt's nur noch alle Mann nach vorn, Druck und Risiko. 6 Minuten 17. Es ist möglich, 2 Tore aufzuholen in dieser Zeit. Aber immer schwerer wiegt natürlich die Klasse der Berner mit Tosio, mit Nationalverteidigern gewesenen oder aktuellen. Wie Voisard, auch Steinecker, Sven Leuenberger. Dazu der kampfstarke Finne Siren. Gaetano Orlando, der defensiv eben auch eine Macht ist.
Marois Meyer, Marois. Klar ist, dass die Berner jetzt zu Konterchancen kommen, zu guten. Klar ist aber auch, dass der ZSC, wenn er genügend Druck entwickelt, seinerseits zu Torchancen kommen wird in den letzten 6 Minuten. Die Viertelstunde der Entscheidung zwischen 22 Uhr und 22.15 Uhr. Ryan Lefflys Leute wollen jetzt natürlich keinen Schönheitspreis mehr gewinnen. Rottmann Richtung Vollmer, aber offside. Lars Leuenberger hat wenig aus dieser Situation gemacht, wollte auch nicht unbedingt ein Tor erzielen, sondern Zeit verstreichen lassen. 4 Minuten 47 noch. Also auch heute wieder offensichtlich kein geglückter Auftritt der Alpoländer-Starparade. Aber der ZSC hat sich auch heute wieder prächtig geschlagen. Immer noch über Erwarten für einen 8-Platzierten gegen den Sieger der Qualifikationsrunde. Pfostenschuss von Marois. Aber man hat das Gefühl, dass es nicht mehr so sehr drauf ankommt. Wer weiß aber, wenn das 3:4 fällt, vielleicht werden die Berner dieser Chance noch nachtrauen. Aber sie genießen jetzt alle Freiheiten vorne. Ja, der Pöck am Außenpfosten, wenn man das überhaupt noch als Postschuss bezeichnen kann, an die Torumrandung. Lugano, wir kommen, rufen die SCB-Fans bereits, aber ganz so weit sind wir noch nicht. Der SCB gleicht jetzt erst aus. Es bleibt ein 5. Spiel übermorgen. Drei Minuten noch und der ZSC macht jetzt nicht mehr den Eindruck, als könne hier das Blatt noch einmal wenden. Die Batterien scheinen leer zu sein. Und zu clever der SCB, der jetzt mit Orlando zum 5:2 kommt. Gates Orlando kommt auch heute wieder zu seinem Tor. Und ähnlich wie vorgestern entscheidet der SCB auch dieses Spiel wieder in der Schlussphase.
Und es setzt jetzt eine Völkerwanderung richtig. Ausgang ein. Enttäuschung macht sich breit bei den Zürchern natürlich, denn heute wäre die Chance gewesen, sich zu qualifizieren für den Halbfinal. Übermorgen auswärts nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen als Achter gegen den Ersten, der ja von der Substanz her einfach besser besetzt ist. Da besteht zwar noch eine Chance, aber sie ist sicher kleiner als heute. Aber auch dieses Spiel wird erst noch gespielt werden müssen und gut möglich, dass der SCB jetzt noch einmal zu einem Treffer kommt. Die Partie ist entschieden. Der letzte Einsatz, vor allem in der Defensive, wenn es schmerzt, der wird jetzt nicht mehr unbedingt geliefert, denn es kommt ja auf ein Tor mehr oder weniger hier nicht mehr an. 2:11 noch. ZSC 2, SCB 5. Minuten und 3 noch. Die Berner denken wohl jetzt schon ans Spiel von übermorgen und sie werden gut daran tun, dies zu machen und nicht zu glauben, es ist halt doch so, wir sind stärker. Hochmut kommt vor dem Fall. Das wird die Aufgabe von Brian Lefley sein, seinen Spielern mitzuteilen. Es steht 2:2. Eine kleine Unachtsamkeit und schon sind wir draußen. Das gilt weiterhin für sein Team. Im Moment aber, sie sahen es, Brian Lefley gut gelaunt. Seine Taktik ist aufgegangen. Vom 0:2 zum 2:2 kehrt der SC Bern natürlich nicht ganz unerwartet zurück. Triulzi insistiert auch nicht mehr über Gebühr. Die Partie im Moment so ein bisschen wie Mineralwasser, das zu lange an der Luft gestanden hat. Es hat keine Kohlensäure mehr drin. Und die letzte Minute läuft. Die Routine, die Cleverness, die Abgebrühtheit hat letzthin hier dieses vierte Spiel zwischen Bern und dem ZSC zugunsten der Mannschaft aus der Bundeshauptstadt entschieden. Alpo Suhonen hat seinen ZSC sehr gut eingestellt, aber die mangelnde Erfahrung seines Teams in solchen Playoff-Angelegenheiten konnte er natürlich nicht irgendwie künstlich kompensieren. Die Partie ist zu Ende und damit steht es 2:2 und es kommt zum Ausstieg übermorgen im Allmendstadion in Bern vor zweifellos 16.000 und einigen Zuschauern zwischen dem SCB und dem ZSC und wir werden natürlich wieder dabei sein.
Nach der Ehrung des besten Spielers wird sich Rainer Salzgeber mit einem Flash-Interview melden. Gilles Montandon drängt sich natürlich auf als zweifacher Torschütze, als bester Spieler für die Berner. Und beim ZSC gibt es viele Möglichkeiten. Salis hat mir sehr gut gefallen, aber er hatte dann doch keinen entscheidenden Einfluss aufs Spiel. Montandon also gewinnt die Trophäe gemäß Papierform. Beim ZSC gibt es die nicht. Es ist der Torhüter Dino Stecher. Er hat sicher wieder gut gespielt und wird mir nicht böse sein, wenn ich sage, wenn man nicht weiß, wen man auszeichnen soll, nimmt man den Torhüter. Und jetzt Rainer Salzgeber mit dem Mann des Spiels, mit Gilles Montandon. Ja, Gilles Montandon, Blumen und Auszeichnungen für den besten Spieler vom heutigen Abend auf Seite der Berner. Ihr seid verletzt gewesen, seid zurück heute, zwei Goal, eine gute Bilanz. Ja, das kann schon passieren. Ich war wieder 10 Tage verletzt und wenn ich auf dem Eis bin, so ich kann wieder normal spielen, ja. Was ist denn jetzt heute ausschlaggebend, dass er hier in der Halle hätte gewinnen? Ja, wir haben sehr diszipliniert gespielt. Das war eine Grundidee und wir haben sehr, sehr gut gekämpft, ich glaube. Der SCB hat ja daheim das erste Spiel verloren. Habt ihr immer daran geglaubt, dass man zurückkommen in die Serie gegen den ZSC? Ja klar, du musst 3 Spiele gewinnen. So, wenn du nur 2 hast, ist noch nicht genug. So, wir haben immer gedacht, so, wir können schon weiterkommen. Ja. Was bedeutet jetzt das, der Sieg heute Abend hier für das Donnerstagsspiel in Bern? Ich meine, es spielt keine Rolle. Das ist unentschieden 2-2. Wir müssen auf dem Boden bleiben und wieder noch mehr schaffen und glauben. Danke vielmals, Gilles Montandon. Nochmal herzliche Gratulation zum Sieg heute Abend. Und wir zeigen jetzt, bis Dino Stecher vom ZSC bereit ist, hier zum Interview die Highlights vom letzten und entscheidenden Drittel heute Abend. Und hier sind sie also, die Highlights des letzten Drittels mit Ausgleichschancen für den ZSC mit seinem 4. Sturm mit Zennhäusern und Kobel. 2-3 stand es ja nach 2 Dritteln und es blieb über 20 Minuten lang. 2-3. Der ZSC hatte auch Powerplay-Chancen. Hier Brancis Schuss. Und dann kam die 54. Minute und Montandons 4-2. Triolzis Schuss, Stechers Abwehr und trotz spektakulärem Hechtsprung das 2-4 durch Montandon. Und dann der Ablenker an den Pfosten von Marois. Aber die Partie, die war gelaufen und Orlando kam auch noch zu seinem Tor zum 5-2 und damit zum Schlussergebnis. Bei mir jetzt der Goalie von der unterlegenen Mannschaft, Dino Stecher, 7 Goal am Samstag, heute wieder 5-12 Goal in 2 Partien, der 2-0 Vorsprung verspielt, frustrierend. Ja, natürlich ist es frustrierend, aber das ist halt Playoff, das ist alles möglich und es nützt jetzt nicht lange darüber zu studieren. Am Donnerstag haben wir nochmal eine Chance und alles andere zählt nicht. Jetzt, wo wir gerade hier zusammen die Highlights angeschaut haben, habt ihr gesagt, wenn die da im letzten Drittel noch rein wäre, das wäre es gewesen. Es war also nach dran, dass es heute hätte entscheiden können. Ja, sicher. Es war schon am Samstag eigentlich nach dran. Nur haben wir einfach das Goal in der entscheidenden Phase nicht gemacht und kommen sie dann kurz darauf runter. Wie geht man jetzt in ein Spiel am nächsten Donnerstag, nachdem man 2-0 vor war, moralisch klar im Hoch war? Jetzt liegen alle Trümpfe wieder bei den Berner. Wie geht man in das Spiel? Ich glaube nicht, dass alle Trümpfe bei den Berner werden liegen, weil sie haben jetzt daheim vor eigenem Publikum. Sie sind sicher auch unter Erwartungsdruck.
Und wir können im Prinzip frei aufspielen. Wir haben den Favorit haben wir ins Wackeln gebracht und jetzt haben wir sogar noch die Chance, nicht zu stürzen, immer noch. Es ist aber stündlich der Favorit SCB, der als erster Quali abgeschlossen hat und ihr, der als achter mit schlechten Leistungen am Schluss gespielt hat, man muss es so sagen. Warum ist das die einzige Serie, die jetzt noch läuft im fünften Spiel? Wie wir vorhin gesagt haben, die schlechte Hoffnungsrunde, die wir gemacht haben, ich glaube, das war eben das gewesen, wo sitzt bei jedem ein bisschen im Stolz und jeder hat einfach nachher wollen zeigen, er kann mehr und darum haben wir auch so eine Serie, wenn wir sie jetzt spielen können, anlegen. Eine abschließende Frage über die Härte der Partie am Samstag. Es war nicht schön, es waren unschöne Szenen. Heute Abend war, glaube ich, das Eishockey-Fest erste Güte. Heute hat es fast keinen Körperkontakt gehabt. Also gegenüber am Samstag war das ein anderes Hockey gewesen heute. Wobei es haben beide zusammen gut defensiv gespielt. Wir haben auch eigentlich wenig Torchancen auf beiden Seiten, was auch nicht einfach war für die Goalien. Aber ich glaube, das Resultat ist immer knapp geblieben, bis fast am Schluss. Ich glaube, es war eine gute Werbung für das Hockey. Okay, dann sind wir uns einig. Danke vielmals, Dino Stecher. Ja, und jetzt bei mir der Trainer der siegreichen Mannschaft, Brian Lefley. Brian Lefley, hatten Sie heute Abend irgendeinmal Angst vor dem Ende der Saison von Ihrer Mannschaft? Ich glaube schon, bis auf 3-2. Und der 4-2 gab mir ein bisschen mehr Zuversicht. Aber Zürich, was wir haben erlebt, so weit in dieser Playoff, sie sind gefährlich in dieser Form und wir können uns nie sicher sein, bis auf die letzten Minuten. Wie haben Sie Ihre Mannschaft heute Abend auf das Spiel hier in dem Hallenstadion eingestellt? Offenbar richtig. Ich meine, die Boys, wir haben mehr große Spiele gespielt dieses Jahr, aber es sind die zwei Spiele in Zug und ich meine, die Euroleague-Spieler, wir haben gespielt am ersten Platz das ganze Jahr und wir sind mehrmals unter Druck gewesen. Und heute ist nochmals ein Fall, wo wir sind unter Druck. Und die Boys haben dank der Erfahrung zuvor, sie haben reagiert. Und ich bin sehr stolz. Und wir haben noch kein Spiel zu spielen. Und Zürich hat uns schon mal geschlagen. Und das ist ein Spiel. Jetzt haben wir den allerletzten. Man hatte aber in dieser Serie ab und zu den Eindruck, dass die Berner nicht so spielen, wie man es von ihnen gewohnt ist, dass sie nicht so locker spielen wie in der Qualifikation. Auch heute wieder, als der Anschlusstreffer zum 3-2 kam vom ZSC, hatte man das Gefühl, man muss ein bisschen Angst haben um den SCB. Warum sind diese nervlichen Schwankungen, ich sag's mal so, in Ihrem Team noch vorhanden? Well, ich glaube, das finden wir in jedem Team in der Playoff. Wir sind keine Ausnahme, wir haben nicht bessere Nerven als als Lugano oder Zug in solche, ist unser, sagen wir, allerwichtigstes Spiel des Jahres. Und es sind mehrmals Fehler gemacht, aber sie haben sich bemüht, die Fehler zu korrigieren und haben reagiert und gekämpft. Und ein Playoff entdeckt diese Nerven in gewisse Spieler. Wir machen Fortschritt und die Mannschaft hat, wie gesagt, gut gespielt. Wir können noch besser spielen. Es fehlt uns Schlüsselleute. Jill ist nur etwa 70-80%. Steiniger hat die Grippe und Friedli und so weiter. Aber wir haben Reserven. Sie sprechen es an. Gilles Montando, Sie sagen, er habe 70-80% gezeigt, ja. Macht 2 Tore. Was müssen wir von ihm erwarten, wenn er wieder 100% fit ist? Well, ich glaube, Jill wird der Erste sein, er dankt seinen Mitspielern. Aber Jill ist torgefährlich, wenn er eine Chance hat. Und er hat ein paar Chancen heute und verwertet. So, das hatten wir nötig, ganz bestimmt. Und Jill, seine Präsenz auf dem Eis gibt der Rest, ist verbreitet in Verantwortung zum Torschießen und es affektiert die ganze Mannschaftsleistung. Jetzt haben wir es eben gesehen am Fernsehen. Lugano hat gewonnen, Lugano ist qualifiziert für das Halbfinale. Denken Sie überhaupt schon so weit? Ich glaube, nach unserer Erfahrung, soweit ich konnte mich das nicht erlauben. Es ist uns vorgeworfen, wir haben das schon diese Gedanken gehabt im ersten Spiel daheim. Und ich glaube, wir würden das Fehler nicht zweimal machen. Jetzt geht es am Donnerstag um alles oder nichts. Wie geht man in so ein Spiel? Wie bereitet man seine Mannschaft jetzt in den restlichen 2 Tagen vor? Well, wir haben das schon heute gemacht, oder? So, wir haben unsere Vorbereitung schon geübt heute, die allerletzte Spiel. Und ich meine, das ist wie gesagt, wir haben mehrere große Spiele gespielt dieses Jahr. Wir wissen, wie wir uns vorbereiten müssen. Und dann es liegt an den Spielern.
ich habe mal gesagt, was kommt aus meinem Mund oder unser System oder irgendetwas, das entscheidet das Spiel nicht. Es ist der Herz und Kopf den Spieler. Jetzt waren Sie ja nach der Qualifikationsrunde 20 Punkte besser als der ZSC. Der ZSC war völlig von der Rolle. Ihnen attestierte man das beste Eishockey in der Schweiz. Und jetzt ist diese Serie die einzige, die noch läuft. Mal ehrlich, haben Sie das vor dem Beginn des Viertelfinals gedacht, dass es so weit kommen könnte? Well, ich meine, ich habe genügend Playoff-Erfahrung, um zu wissen, dass alles möglich ist. Ich habe es sicher nicht gewünscht. Ich habe gehofft, dass wir einen guten Start haben. Wenn wir hatten einen guten Start, dann hatten wir eine bessere Ausgangslage. Vielleicht hätten wir das hofft wir, dass wir können es kürzer machen aufgrund unserer Meisterschaft. Aber der Playoff ist nach wie vor eine Druckspiel, wo alles möglich ist. Und das ist die Faszination mit dem Sport. Dass Zürich kann so auftreten wie im ersten Spiel in Bern und hier zu Hause im zweiten Spiel und uns fordern. Und wir müssen reagieren und beweisen, was wir drauf haben. Und das ist die Faszination mit Sport. Dem brauche ich nichts mehr hinzuzufügen. Besten Dank, Brian Lefley. Und wir hoffen natürlich auf ein schönes Spiel am Donnerstag in der Berner Almenthalle.